Die Zeit ist gekommen. Die Mission von Tief Gwini beginnt. Und wir werden alle hineingezogen. Die Nässe sucht ihresgleichen. Also kann man endlich daheim bleiben und bestes Fernsehwetter genießen. Schon in den nächsten Stunden geht's mit Hyperantrieb durch die Dunkelheit tief in die Regengalaxien hinein. Literweise Action gibt's da, vor allem im Oberwallis. Ein bisschen was auch im Südtessin und im Misox. Oberhalb 2000 Meter vereist das Schutzschild. Am Freitag rettet eine dicke Wolkendecke die Welt. Naja, zumindest sorgt sie dafür, dass wir getrost auf dem Sofa bleiben können. Glauben Sie mir, ich bin natürlich der Experte in sowas. Die Wolkenschicht besteht über dem ganzen Planetensystem Schweiz zu fast 100%. Und das ist unsere Chance. Antrieb aktivieren, schnellstmöglich in Fernsehposition bringen. Die Ablationskühlung wird sich am Nachmittag schon bemerkbar machen. Gerade mal 6 bis 12 Grad. Wieder bestes Fernsehwetter. Am Samstag dann kommt Bewegung ins Wetter. Die Anziehungskraft der Sonne wird langsam immer stärker, gerade Richtung Basel, Genf und ganz besonders hier in den Alpen. Örtlich gibt es mehr als 10 Grad. Und dann heißt es Raumanzüge montieren und raus an die frische Luft. Ich sage nur, Grüße an die Unendlichkeit und um 20.15 Uhr viel Spaß im Weltraum bei bestem Fernsehwetter. Natürlich.